Hey Chicas, ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein Werbung VS Realitäts-Haul Video. Ich habe wieder einige Teile von Roamwear und Shein. Die möchte ich euch heute zeigen und einfach mal einen Vergleich machen. Wie sah die Kleidung online aus und dann in der Realität? Ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, fangen wir mit meinem ersten Oberteil an, und zwar von Roamwear. Das ist in einem Nude-Ton und ich muss sagen, ich war direkt verliebt, als ich es online gesehen habe. Ja, dieses Oberteil ist irgendwie schlicht, hat aber trotzdem diese schönen Details, die ja jetzt total im Trend sind. Hier diese Volants in einer Dreiecksform angenäht, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir dann einen silbernen Reißverschluss. Es ist rund und eng am Hals und das kann man dann natürlich öffnen und individuell tragen. Was ich auch besonders schön finde, ist, dass es wirklich richtig schön eng sitzt. Und hier an den Ärmeln haben wir wieder ja so ein Volant. Ja, und ich finde, online sah es wirklich sehr schön aus. Und als es dann ankam, wurde ich wirklich nicht enttäuscht. Und ich bin super zufrieden damit und werde es super gerne tragen. Dann habe ich mir eine Bluse bei Roamwear bestellt und die schaut so aus. Die gefällt mir auch richtig gut. Hier ist auch eine Blume, also beziehungsweise eine Rose ist es, bestickt. Und ja, ich finde diese Bluse total süß. Die ist vorne auch etwas kürzer und hinten etwas länger und ich finde die echt richtig schön. Auch von der Qualität, ich kann da wirklich nicht meckern. Ich finde, die sieht auch angezogen wirklich sehr, sehr schön aus. Das Einzige ist, online sah die Farbe eben anders aus. Ich habe nämlich nach einer Bluse gesucht, die in so einem Pastellgelb ist. Und diese Bluse hier ist pastell und sehr schön hell. Ich weiß auch gar nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Es ist aber nicht gelb, sondern eher so ein Peach-Ton, wisst ihr? Ja, und da war ich ein bisschen enttäuscht, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde diese Bluse trotzdem tragen. Dann habe ich mir dieses Oberteil hier bestellt, was ich schon trage. Heute ist es ein bisschen frischer, deswegen ja, habe ich wieder langarm angezogen. Und das finde ich total süß, weil das hat hier auch ein Volant. Und ich werde euch das einblenden, damit ihr das besser sehen könnt. Es ist in einem Hellgrau und die Qualität ist einfach nur top. Also hier kann ich wirklich gar nichts sagen. Kann ich euch echt nur empfehlen, weil das sind so Oberteile, die man immer mal irgendwie anziehen kann mit einer Jeans. Und schon ist man angezogen und da braucht man sich nicht tausend Jahre Gedanken zu machen, was euch heute anzieht. Wenn es einfach mal sportlich sein soll und es auf die Schnelle angezogen werden muss, weil wir irgendwo schnell hin müssen, dann sind solche Oberteile einfach perfekt. Und dieses habe ich mir auch in Schwarz bestellt. Was aber anders ist bei diesem schwarzen Oberteil, ist eben, dass man an den Schultern so zwei Einschnitte hat, was wirklich auch sehr, sehr schön aussieht. Und auch dieses hier ist von der Qualität richtig gut. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Oberteil von Roamwear. Und hier war ich wirklich direkt verliebt und als es ankam, war ich auch total verliebt. Ich habe es direkt auch angezogen, also ich habe das jetzt auch schon öfters angehabt, weil das kann man einfach mit einer Jeans anziehen oder mit so einem Jeansrock kann ich mir das auch richtig gut vorstellen, mit Sandalen oder eben Sneakers, damit es ein bisschen sportlicher aussieht. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Qualität ist wirklich top. Es ist wieder ein Nude-Ton, also geht aber eher ins Weiße, also es ist schon relativ hell. Qualitativ, wie gesagt, sehr, sehr schön. Und was ich besonders hübsch finde, ist, dass hier unten, das ist so, ja, mit Blümchen, so zwei Volants übereinander genäht. Ja, es gefällt mir wirklich super gut. Ich bin begeistert. Das Einzige ist, es kam hier mit einem, na, das war klar, Vorführeffekt und dann finden wir den Fleck nicht mehr. Nee, hier ist er. Also hier ist ein Fleck und wenn ich das so von Weitem zeige, dann würde man das nicht erkennen. Ich denke, dass es in der Naht drinnen ist, wisst ihr? Trotzdem sehr hübsch, werde ich trotzdem tragen. Es stört mich jetzt nicht. Ja, wie gesagt, von Weitem erkennt man das eben nicht. Und ja, das war meine Bestellung bei Roamwear und jetzt geht's weiter mit Shein. Ja, bei Shein habe ich mir ein Oberteil bestellt, was wirklich sehr auffällig ist, beziehungsweise die Farbe ist sehr auffällig. Das ist nämlich in einem Sonnengelb. Ich zeige es euch. Es ist auf jeden Fall eine sehr auffällige Farbe und das Besondere an diesem Oberteil ist, dass hier so komische Punkte sind, schwer zu definieren, sehr außergewöhnlich und an den Ärmeln haben wir wieder ja zwei Volants, die übereinander genäht worden sind und hier wieder Langarm. Ich finde, es sieht irgendwie cool aus, es ist mal was anderes. Es ist schon sehr krass hier mit dem Volants, also sowas muss man einfach mögen. Ja, und hier muss ich auch sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden online, sah es toll aus und auch in der Realität.
Dann habe ich mir noch eine Bluse bestellt bei Shein. Das ist Leinen, meine ich. Das ist ein ganz leichter Stoff, der ja richtig schön tragbar sein wird, wenn wir richtig heiße Tage haben. Ja, das ist kariert in einem Babyblau, Pastellblau. Und ich mag so helles Blau sehr, sehr gerne. Ja, das Besondere an dieser Bluse ist, dass es hier an den Ärmeln ja so Teile hat. Da kann man einfach eine Schleife machen. Ich finde, das peppt das Ganze einfach noch auf. Das sieht einfach total süß aus, wisst ihr? Ja, und vorne ist es auch wieder ein bisschen kürzer, hinten etwas länger. Und auch das hier, finde ich, sieht sehr schön aus mit einer weißen Hose. Also ich finde generell, hellblaue Kleidung in Kombination mit Weiß sieht immer sehr, sehr schön und edel aus irgendwo, ja. Dann habe ich mir bei Shein ein Jeanskleidchen bestellt. Ich bin auf diesen Jeans-Trip momentan, keine Ahnung. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch ein paar Blusen mit Volants aus Jeans und weiß ich nicht was. Und ich stehe da total drauf. Und dann habe ich das online gesehen und ich fand das wirklich sehr hübsch. Und ich dachte mir, für den Urlaub in Spanien, ja, fürs Strand oder einfach, wenn man ein bisschen luftig angezogen sein möchte, dann passt das ganz gut. Und es sieht trotzdem casual aus und nicht zu aufgesetzt oder zu schick. Und ja, es ist ein Jeanskleid off-shoulder. Ich liebe off-shoulder. Ich liebe das, wenn man die Schultern sieht. Und vor allen Dingen, wenn man gebräunt ist, dann sieht das natürlich noch schöner aus. Und auch hier sind wieder so Teile an den Ärmeln. Und da kann man sich einfach eine Schleife draus machen. Und ich finde, online sah das toll aus. Und genauso sieht es auch in der Realität aus. Dann habe ich mir ein Jumpsuit bestellt bei Shein und ich finde das so schön, weil ich finde, das kann man tagsüber tragen mit schönen Sandaletten oder sowas. Man kann es aber auch für abends aufpimpen mit schönen Sandaletten, mit einem Absatz, eine schöne Tasche dazu, die Haare toll schön geschminkt und schon, ja, sieht man irgendwie chic aus. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, das ist in so einem Khaki-Ton, aber auch nicht zu penetrant, nicht zu dunkel, sondern eher hell gehalten, also perfekt für den Sommer. Da trage ich selten dunkle Töne, sondern ich greife mehr zu helleren Tönen und ich finde das so schön, weil das ist auch off-shoulder. Es ist langarm, aber wie gesagt, sehr, sehr lüftig. Qualitativ ist es top und es sah online genauso aus wie in der Realität. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das wirklich richtig toll aussieht, angezogen. Dann geht es weiter mit meinem letzten Oberteil bzw. Bluse in Weiß. Wieder mit diesen Glockenärmeln. Ich weiß es nicht, es gefällt mir einfach total gut. Und das Besondere an dieser Bluse ist, dass hier so Dreiecke sind, so komische Dreiecke, doch hier sind auch Kreise, hat was Aztekisches irgendwie, es hat mir sehr gut gefallen, wenn hier dann die Haut so zu sehen ist und man sieht die Bemusterung, das sieht einfach toll aus. Es ist Crop Top, also es ist wirklich relativ kurz, also auch hier würde ich eine High-Waist-Hose empfehlen oder einen High-Waist-Rock. Auch hier muss ich sagen, sieht es mit Jeans einfach richtig toll aus, mit einer hellen Jeans am besten. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Kleidung, die ich mir bestellen durfte. Ich finde, online sah die Kleidung genauso aus wie auch in der Realität. Natürlich war das eine oder das andere, was mich gestört hat, wie die bei der einen Bluse. Da war die Farbe nicht hundertprozentig wie online. Bei dem einen Oberteil, wo ich einfach so verliebt bin, weil es mir so gefällt und da ist halt dieser eine kleine Fleck. Ja, bei diesen Online-Shops ist es nun mal so, es ist irgendwo immer auch eine Glückssache. Ich schaue mir ja auch von meinen Kolleginnen diese Videos an. Auch die sind eigentlich zu 80% immer sehr zufrieden, aber das eine oder andere Teil kommt an und da ist man eben nicht so zufrieden und das kann eben passieren und damit sollte man auf jeden Fall immer rechnen. Zum Versand kann ich sagen, dass es diesmal so unglaublich lange gedauert hat. Ihr habt ja gesehen, da sind auch Oberteile dabei, ne, mit so Langarm und sowas. Es ist echt sehr, sehr lange her, dass ich die Bestellung aufgegeben hatte und ich meine, ich hätte 2-3 Wochen drauf gewartet. Und ja, mittlerweile ist es ja richtig schön warm draußen, außer heute ist es ein bisschen frisch. Aber ihr wisst, was ich meine, dann hätte ich mir wahrscheinlich viel mehr Sommersachen bestellt. Naja, es hat wie gesagt ein bisschen länger als sonst gedauert, aber es war jetzt nicht so schlimm. Hauptsache es ist angekommen und ich bin zufrieden. Ja, und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne kostenlos hier tun. Und hier könnt ihr mein letztes Video sehen. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir gesund. Ciao!